Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Buddha ärgert sich über die Logik der Spielführung. Und wir werden jetzt nochmal mit Fenoria nochmal quatschen und hören uns das Ganze nochmal an, ne? Falls Ena jetzt hier nicht mehr auf dem neuesten Stand der Dinge ist. Seid nicht beunruhigt. Ich will euch nichts Böses. Doch hier laufen Gramunholde um den Tempel von Kilkreath herum, bei denen das anders ist. Bringt euch in Sicherheit, bevor sie euch finden. Ich wurde geschickt, um die Tempelpriester zu warnen. Es tut mir leid, aber ihr kommt zu spät. Ein unnatürlicher Sturm ist über den Tempel hereingebrochen. Und nun ist das ganze Gebiet überlaufen von Vampiren und Gramunholden. Ich reg mich nicht nochmal auf. Was sind Gramunholde und wer seid ihr? Gramunholde sind wilde Vampire, ein Nebenerzeugnis eines widernatürlichen Gramsturms. Was mich anbelangt, ich bin Fenorian vom Haus Rabenwacht. Ich bin einer Spur von sterblichen Überresten aus einem Massengrab in Bankorei hierher gefolgt. Sie wurden in uralten Urnen nach Einsamkeit verschifft. Ich habe Urnen in Kisten gefunden, die nach Einsamkeit geschmuggelt wurden. Sie scheinen etwas mit dem Eiskapp-Zirkel zu tun zu haben. Ja, ich bin dem Zirkel auch begegnet. Die Urnen und die gestohlenen sterblichen Überreste spielen eine Rolle bei dem Ritual, um die Stürme zu rufen. Wenn ihr dazu bereit seid, so könnte ich eure Hilfe brauchen. Ich muss meine Untersuchung der Stätte abschließen und so vielleicht noch mehr erfahren. Was soll ich tun? Er ist doch ein Vampir, oder? Ich könnte eure Hilfe brauchen, um die seltsamen Dorne zu untersuchen, die um den Tempel aufgestellt wurden. Gramunholde und Vampire streifen hier herum, sodass es schwierig ist, sich den Dornen zu nähern. Deshalb brauche ich eure Hilfe. Wisst ihr, ich habe wenig Vertrauen in meine Kampfkünste. So, was ist Haus Rabenwacht? Haus Rabenwacht ist eines der Adelshäuser von Kluftspitze. Unser Lehnsherr Graf Verandes hat sich dem friedlichen Zusammenleben von Sterblichen und jenen von vampirischem Wesen verschrieben. Das macht uns oft zu Verteidigern, Tamriels. Der Eiskapp-Zirkel besteht aus Hexen, nicht aus Vampiren. Das stimmt. Doch ich habe Beweise für eine vampirische Verbindung gefunden. Zumindest enthält das Material aus Bankorei die sterblichen Überreste uralter Vampire. Sie waren Teil einer Armee, die in der ersten Ära besiegt wurde. Die Graue Schar. Oh, wenn die erblinden, kriegen sie grauen Star. Die Graue Schar? Eine Armee, die aus Vampiren und Werwölfen bestand. Angeführt von König Styriche von Verkat. Sie wurden schließlich durch die Garnison von Bankorei in Hochfels besiegt. Das trug sich alles vor sehr langer Zeit zu. Doch die sterblichen Überreste verströmen noch immer arkane Macht. Eine Armee aus Vampiren und Werwölfen. Vampire und Lykaner, haben die nicht hier immer gegeneinander gekämpft? Oder ist das hier anders? So, jetzt kommt meine bedeutende Frage. Seid ihr nicht ein Vampir? Ist das nicht offensichtlich? Ja. Aber keine Angst. Als Mitglied des Hauses Rabenwacht habe ich geschworen, niemals Blut von unwilligen Opfern zu trinken. Ich versichere euch, ich bin nur hier, um zu helfen. Bei Elsweyer gab es doch schon Vampire bei den Katzen. Wie ist denn die Rasse nochmal? Khajiit. Okay. Bei den Khajiit gab es auch da eine Story mit Vampirkatzen und oder Vampir-Khajiit. Und da musste man da auch irgendwie was machen. Naja. Wie kann ein Vampir dabei helfen, den Eiskapp-Zirkel aufzuhalten? Ich bin mehr als nur ein Vampir. Ich bin auch ein Mittelsmann des Hauses Rabenwacht. Ich bin ein Meisteralchemist und ich bin ein Fachmann für arkane Studien. Ich versuche allerdings, unmittelbare Gewalt zu vermeiden, um mich keiner Versuchung auszusetzen. Was genau ist am Tempel von Kilkreath geschehen? Der Eiskapp-Zirkel hat ein Ritual durchgeführt, mittels dessen ein Gramsturm über dem Tempel entfesselt wurde. Er brach ohne Warnung los und löste sich so schnell auf, wie er begann. In seinem Nachgang ließ er jedoch Gramunholde zurück. Unschuldige Priester und Pilger, die in Ungeheuer verwandelt wurden. Was ist ein Gramsturm? So nennt der Eiskapp-Zirkel wohl den Sturm, der über den Tempel von Kilkreath hereinbrach.
Er ist magisch und das Ergebnis irgendeiner Art von Ritual, das die Hexen durchgeführt haben. Ich gehe dem immer noch nach. Doch ich glaube, Gramunholde sind ein Nebenerzeugnis des Sturms. Er glaubt es, aber vorher hat er gesagt, es ist so. So, jetzt schreiben wir mal Horaren. Horaren, sei gegrüßt. Er grüßt erstmal allerdings. Vorhin habe ich mir deine letzten beiden ESO-Videos angeguckt. Zu deiner Frage an mich. Housing ist kein Muss. Man kann da, wenn man die Muße für hat, aber reichlich Kohle reinstecken. Echt Geld, so wie viel, so wie Gold. Okay. Oh, er hängt schon wieder hinterher hier. So, was sollen wir machen? Untersucht Hexendorne. Und zwar... Ja, wir können hier ihn mal durchwatscheln. Oh, Stufe 24. Ah, ich hab doch gar nicht den Macht gerade. Abekäische Rattenfängerin. Okay. Triff eine Wahl. Zenimax, wollt ihr mich verarschen oder was? Hier ist doch was eben. Kann er. Hä? Was? Nee, ich möchte das andere. Ein Blödsinn. Drei Punkte. Ja, lassen wir das erstmal. So, was haben wir jetzt gekriegt? Ach so. Friedlicher Begleiter. Ach so, sehe ich jetzt nicht. Ah, gut, okay. Dämmerfeuer Nektarfledermaus. Eine kleine Fledermaus. Langschwingen Fledermaus. Zwei kleine Fledermäuse. Oh. Wer kennt das noch? Ist aus der Sesamstraße, Grafsaal. Ah, so. Hab mal mitbekommen, dass eine oder einer da mehrere hundert Euro reingesteckt hat. Bei aller Liebe, das wär's mir nicht wert. Was man gut in Behausungen unterbringen kann, sind diese Lagerkisten. Aber ansonsten habe ich damit auch nicht viel am Hut. Naja, ich sag mal so. Ich sag jetzt einfach mal, du wirst ja die Folge sicherlich sehen. Ich sag einfach mal, okay. Ich sag mal so, was jetzt diese Hunderte von Euro angeht. Ich meine, die oder der werden das schon hier als Hobby haben. Und dieses Spiel lieben. Seht, ein Priester von Meridia. Vielleicht kann er uns mehr darüber sagen, was im Tempel geschehen ist. Wo denn? Er da oder was? Priester Isonir. Ich will aber nicht mit dem reden. Oder soll ich mit dem reden? Bitte, kann uns irgendjemand helfen? Na komm, machen wir die Quest mit hier, wa? Oh, Meridia sei Dank! Die Priester und Pilger des Tempels von Kilkriath brauchen Unterstützung. Ein großer und schrecklicher Sturm hat gewütet und so viele von uns sind verschwunden. Was ist der Tempel von Kilkriath? Mal verarschen. Ein Tempel, der Meridia geweiht ist, der Fürstin des Lichts. Pilger kommen aus ganz Himmelsrand, um zu beten und einen Segen zu ersuchen, insbesondere zu dieser Jahreszeit. Bitte, sprecht mit Priesterin Bavian. Ihr werdet sie in der nahegelegenen Höhle finden, wo sie sich um die Verletzten kümmert. Wer ist Priesterin Bavian? Sie ist die höchstrangige Priesterin, nach Hohepriesterin Varkur. Doch wir haben die Hohepriesterin nicht mehr gesehen, seitdem der Sturm über uns hereinbrach.
Bavian hat eine Gruppe von uns in Sicherheit gebracht, aber da draußen gibt es noch mehr Priester und Pilger. Wenn ihr bereit seid, uns zu helfen, so sprecht bitte mit Bavian. Alles klar. Die Lebenden haben Vorrang. Wir sollten nach Überlebenden suchen, während wir diesen Dornen nachgehen. Okay, also ihr hört also da ein bisschen dazu. Was ich sagen wollte mit den Geld ausgeben. Ich meine, jeder muss selber wissen, wie viel Geld er wofür reinsteckt. Ich habe bei Star Wars The Old Republic auch schon einige dann Euros ausgeben. Ich habe versucht, das Buch zu lesen. Die Buchdeckel lagen zu weit auseinander. Na. Und ja, kommt immer drauf an. Ich meine, klar, für ihn ist das jetzt, also für dich ist das jetzt nicht. Aber für sie oder ihn ist das natürlich. Ja, warum nicht? Also von meiner Warte aus her, ich habe ja auch schon in dem Kronshop jetzt hier geguckt nach Ausrüstung für meine Hüterin. Habe nichts vernünftig gefunden. Das ist einfach nichts. Wo ich dann sage, dann so, also mich überzeugt dieses Angebot da nicht. Und gerade solche, so eine Online-Spiele, wo man, ich sag mal, rollenspielmäßig immer wieder neue Charaktere machen kann. Ich habe bei Star Wars The Old Republic zum Beispiel, ist das beste Beispiel jetzt. Kann das nicht aus der Portokasse bezahlen. Das beste Beispiel ist jetzt Star Wars The Old Republic bei mir. Das habe ich jetzt jahrelang gespielt und ich habe mir über jeden Charakter, den ich gemacht habe, naja, vielleicht nicht den ersten, aber alles, was so danach kam, die ganzen, ich habe ja 8 Klassen-Stories und mein Sith-Krieger war ja der erste, der komplett durchgedaddelt hat und dann habe ich beschlossen, alle anderen 7 Klassen auch noch aufzunehmen und als Let's Play rauszubringen. Und da habe ich mir immer Gedanken gemacht. Ich habe immer überlegt, was könntest du jetzt nehmen? Was würde zu einem Schmuggler passen? Was würde zu einem Agenten passen? Was würde, keine Ahnung, was war ja noch ein Jedi-Ritter, Jedi-Gelehrter war ja dann noch da gewesen und immer wieder versucht, irgendwie mich darin zu versetzen, wie könnte der Charakter jetzt auch noch. Und jeder Charakter, den ich erstellt habe, der hat mir wirklich, den habe ich meine persönliche Note mitgegeben. Und bei Star Wars The Old Republic, da gibt es halt viele Klamotten. Sehr viele Klamotten. Hier gibt es kaum Klamotten. Du kannst zwar einen Haufen, sage ich mal, Charaktere anfertigen, aber ja klar, du kannst dir durch irgendwelche Raids oder sowas oder was hier gerade so was man hier so machen kann im Endgame oder diese irgendwo Klamotten sammeln, aber ja, für mich, der gerne Solo spielt, also ich bin nicht gerade der sozialste Typ, auch nicht in Online-Spielen, ich finde das Konzept hier sehr gut. Sicherlich werden wir auch vielleicht auch mal so ein Gruppendungeon mal machen über einen Gruppenfinder, habe ich nicht schon mal gemacht. Ich möchte sagen, das haben wir schon mal gemacht. Oder habe ich das privat gemacht? Ich glaube, ich habe schon mal gemacht, bin mir aber nicht so sicher. Ja, und dann, da will ich aber nicht sammeln. Ich möchte das. Warum? Die könnten viel mehr Geld damit generieren, indem sie wirklich schicke Kostüme sich was einfallen lassen. Klar musste Content immer bringen. Aber wenn du nebenbei noch mit sowas, mit einem Shop Geld verdienen willst, dann bringen Klamotten raus. Gerade für so Rollenspiele sind Klamotten das A und O. Klamotten, Waffen, alles so Skins oder sowas, wisst ihr, neue Haare. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Hort, er sieht zu freundlich, zu weich aus. Ich hätte gerne so einen richtig grimmig schauenden oder irgendwie sowas. Aber gut, hätte man vielleicht noch ein bisschen sich noch austoben können. Aber ansonsten, naja, sieht ein bisschen, im Gesicht so ein bisschen weich aus, aber naja, passt schon. Bin ich 100% zufrieden. Die Rüstung an sich finde ich gut.
Die werde ich auch weiterhin anbehalten. Das passt irgendwie. Bei den Schwertern bin ich mir noch nicht sicher. Könnte sein, dass man hier auch... Dass ich hier vielleicht noch die Äxte, irgendwie Äxte nehme oder sowas. Muss ich mal gucken. Ja. Rollenspiele. Mann. Seht zu, da macht da was draus. Wisst ihr so, bringt Klamotten, bringt Schwerter, Skins. Das generiert Geld. Das generiert in fast jedem Spiel irgendwie Geld. So, wir quatschen mal mit den Leuten hier, wa? Ich wollte den anderen helfen, doch mir fielen Meridias Worte ein, als der Sturm losbrach. Jedes Leben trägt die Verantwortung für sich selbst. Ich habe sichergestellt, dass ich die Verantwortung für mein Leben übernehme, so wie die Priester es uns lehren. Okay. Priesterin Bavian war so tapfer. Sie führte uns in Sicherheit zu dieser Höhle. Doch dieser Lärm draußen... Was hat dieser Sturm mit sich gebracht, frage ich mich. Apropos Sturm, mein Charakter sollte ursprünglich Sturmfeuerklinge heißen. Das ist übrigens auch ein Charakter aus der Welt der Drachenlanze. Und Sturmfeuerklinge war einer von den Helden der Drachenlanze. Und ja, das hatte. Der Name war leider schon vergeben. Wobei ich aber sagen muss, derjenige, der den hat, Hut ab. Und Sturmfeuerklinge war auch ein Ritter aus dem Orden. Ein Ritter aus dem Orden der Rose, glaube ich. Oh Mann, das weiß ich gar nicht mehr so richtig. Derek Kronhüter war auf jeden Fall Ritter der Rose. Dieser Sturm, er ist beängstigend. Die anderen sind noch da draußen. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. So, hier drücken wir mal noch eine. Als der Sturm losbrach, liefen wir um unser Leben. Er war unnatürlich, böse. Doch ich lebe. Gepriesen sei Meridia. Ja. So, dann wollen wir mal mit Priesterin Bavian... Noch ein Pilger, der Schutz vor dem Sturm sucht? Nein, ihr seht mir nicht wie ein Pilger aus. Was führt euch hierher? Ich habe draußen einen Priester getroffen. Er meint, ihr braucht Unterstützung. Selbst in unserer dunkelsten Stunde bietet Meridia uns ein Licht. Wir waren auf dem Weg, um mit Hohepriesterin Vakur zu sprechen, als der Sturm losbrach. So etwas Mächtiges hatte ich noch nie erblickt. Der Sturm wütete wie ein lebendes Wesen. Ich habe so viele hierher gebracht, wie ich konnte. Doch die anderen sind noch da draußen. Wo soll ich für euch suchen? Fangt bei den Stellen im Nordwesten an. Akolyt Schold, Priesterin Drenna und Roligmolf der Pilger haben dort Unterschlupf gesucht. Falls ihr sie findet, dann schickt sie hierher. Trefft mich danach an der Pilgerhütte westlich des Tempels. Alles klar. Sucht an den Stallungen nach Schold, Drenna und Roligmolf. Trefft mich danach an der Pilgerhütte. Ich mache mich auf den Weg dorthin, sobald ich mich dieser wunden Seelen angenommen habe. Möge Meridias Licht auf euch strahlen, mein guter Freund. Erzählt mir vom Tempel von Kilkreat. Der Tempel von Kilkreat bietet eine sichere Zuflucht für die Priester und Pilger Meridias. Zumindest tat er das, bevor dieser schreckliche Sturm losbrach. Die Fürstin des Lichts hat uns stets beschützt. Warum es heute so anders war... Verstehe ich nicht. Ich habe mir gerade mal was zu trinken eingegossen. Seid ihr für den Tempel verantwortlich? Nein. Diese Ehre gebührt Vakur, unserer hohen Priesterin. Ich bin nur eine einfache Gehilfin. Sie ist meine Mentorin und meine Freundin. Nachdem ihr die anderen findet, werde ich euch an der Pilgerhütte treffen und wir können zusammen nach der hohen Priesterin suchen. Erzählt mir mehr über den Sturm, den ihr erlebt habt. Wir waren auf dem Weg zum Tempel, um zu beten, als eine ölige, schwarze Wolke am Himmel brodelte. Der Wind erhob sich und rote Blitzzacken schlugen um mich herum ein. Wir haben es gerade noch in die Sicherheit dieser Höhle geschafft. Der Sturm legte sich, doch dann kam der Lärm auf. Welcher Lärm? Ächzen, Kreischen und Schreie, bei denen einem das Blut in den Adern stockte. Es klang, als ob wilde, rasende Tiere dem Sturm auf dem Fuße folgten. Ich habe Priester Isonir nach draußen geschickt, um Wache zu halten.
Doch ich habe ihm gesagt, er soll keine unnötigen Risiken eingehen. Wir sind schließlich Priester, keine Soldaten. Ja, so, können wir mit dem hier nochmal reden? Ich könnte eure Hilfe brauchen, um die seltsamen Dornen zu untersuchen. Okay. Sucht nach Überlebenden von Kilkreath. Ach so, zu dem Thema Rollenspiel und Rüstung und Skins und was man nicht alles. Immerhin verbringt man mit seinem Charakter eine ganze Menge. Eine ganze Menge Zeit, wollte ich gerade sagen. Ach so, das ist ja der Alte. Und... ja. Deswegen versteht nicht. Ach so, ich habe ja Hoera neu geschrieben. Man muss schon, wie ich ihm jetzt geschrieben habe, man muss schon Prioritäten setzen in solchen Dingen, in solchen Sachen. Und ich bin nicht so der Freund von Housing. Ich habe Skyrim damals gespielt und wo ich gemoddet habe, habe ich auch, kann ich jetzt hier... wir machen jetzt erstmal den... wo ich Skyrim gespielt habe, habe ich mir auch so ein Dingens geholt. Reise durch das West, durch die westlichen Jahrtümer. Eine Mod mit einem Haus, oder besser gesagt, war ja ein Schloss. Ich war quasi in einem Schloss. In einem gottverdammten Schloss. Das war so riesig. Da war alles, da konntest du alles ablegen, da konntest du alles hinpacken. Und das war unglaublich toll. Ich habe meine Gefährten da gelassen. Ich habe dann auch Gefährten dann gesammelt und das dann nicht gesehen. Die Gefährten waren teilweise sehr imbar gewesen. Warum hat Meridia mich verlassen? Bleibt ruhig. Wir wollen euch nichts tun. Oh. Nö, wir gucken erstmal, was du hier hast hier und dann neues Buch entdeckt. Die Nord von Himmelsrand. Wer lesen mag? Und da ich jetzt gerade sage, ach so. Wie gesagt, die waren ganz schön imbei gewesen, also die waren brauchst du ja alles nicht mehr, oder? Die Triche kann man immer gebrauchen. Oh. Der Sturm hat den Wildtieren nichts getan. Ich wäre auch nur ungern einem Vampirbären begegnet. Aha. Truhe hier, versteckst du oder was? Hohe Priesterin Varkur wird mich finden. Meridia wird mich erretten. Wenn die Lage am düstersten ist, leuchtet ihr Licht den Weg. Bitte fresst mich nicht. Priesterin Bavian schickten mich. Ich bin hier, um zu helfen. Priesterin Bavian? Wo ist Hohe Priesterin Varkur? Haben diese schrecklichen Kreaturen sie erwischt? Wir haben uns in den Stallungen versteckt, doch dann hat Priesterin die Renner sich verwandelt. Da bin ich hierher gelaufen. Alles gut. Geh zu Priesterin Bavian und den anderen in der Höhle im Südosten. Ich sehe nach Priesterin Direna. Gut, den ersten haben wir...
Meridia hat diesen armen Trotteln wirklich viel gebracht. Was ist mit dieser armen Frau geschehen? Sie sieht betrübt aus. Erstmal hier, Rollig-Molf. Ein Symbol der Ergebenheit gegenüber Meridia. Oft tragen ihre Anhänger sowas. Entspannt euch. Die Stürme haben keine Wirkung auf Vampire. Die Augen der Priesterin starren ins Leere und sie reagieren nicht auf eure Begrüßung. Ich könnte eure Hilfe brauchen, um die Ich dachte, du sagst jetzt hier was dazu. Aber es sieht wohl nicht danach so aus. So, jetzt sollen wir erstmal da runter gehen. Warte mal, wir machen jetzt erstmal die Aufgaben hier mit. Erschöpfter Hexendorn, alchemistische Rückstände, die stinkenden Überreste einer alchemistischen Mixtur, die sich bei ausgelaugten Hexendornen fand. Alchemistische Rückstände? Das sollte sich als nützlich erweisen. Okay, er redet auf jeden Fall mit uns. Alter, wo denn? Warte mal, wir sind doch hier. Hey, wo ist denn hier der Weg? Hier ist der Weg. Da hinten leuchtet so schön. Ist das das nächste? Moin, ihr Schlappen. Na nun, los hier. Na. Alles aufgebraucht. Das sind jetzt nur noch Stöcke und Schnüre. Interessant. So. Dann machen wir jetzt noch den... Warte mal, machen wir den letzten noch? Ne, können wir eigentlich in der... Machen wir den letzten noch und dann machen wir die Folge Schluss. Könnt ihr den Rest der Energie spüren? Dädrisch, wenn ich mich nicht irre. Hier ist noch einer. Kehle durchgeschlitzt. So, Freunde der Sonne, jetzt machen wir an der Stelle erstmal Schluss. Erstmal stecken wir die Schwertchen weg. Und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tüdelü.